So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus der Gloss Factory. Wir haben den ersten Schnee bekommen, jetzt über Nacht, also es liegt ein bisschen Schnee draußen. Und ja, Winter ist da, würde ich mal sagen. Und passend zum aktuellen Wetter draußen haben wir auch ein Fahrzeug hier. Ja, ist jetzt nicht wirklich weiß, es ist mir so eine Mischfarbe, und zwar einen BMW M2 Competition in Hockenheim Silber. Ja, die Farbe irgendwo einzuordnen ist sehr, sehr schwer, weil die extrem viele Facetten hat, die Farbe. Da haben wir so einen, wie gesagt, so einen Weißstich, Graustich, leicht bläuliche Anteile, leicht gelblich, je nach Zustand des Lacks und nach Lichteinfall. Auf jeden Fall eine der coolsten Farben, die BMW aktuell gerade so im Angebot hat. Und der Wagen ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen alt. Hat der Kunde vor 2 Wochen hier in München in der BMW-Welt abgeholt. Hat auch schon ein paar Modifikationen durchgeführt. Also wir haben hier eine Krapovic-Anlage drauf und das BMW Performance Gewindefahrwerk drin. Also sieht sehr, sehr stimmig aus. Ist ja bekannt, ich finde die M2 Competition ist ja auch mega geil. Also würde ich auf jeden Fall auch so nehmen, der jetzt gerade da steht. Und ja, was soll man machen? Also der Wagen ist, wie gesagt, komplett neu oder fast neu, also 2000 Kilometer jetzt drauf. Und der soll natürlich adäquat geschützt werden. Wird natürlich auch im Winter bewegt und habe den jetzt auch schon gewaschen. Lackzustand, blende ich euch jetzt mal ein, ist eigentlich nichts drinnen. Wir haben nur im hinteren Stoßstangenbereich, ja, vielleicht vom Einladen oder was, ein bisschen was drin. Also gar nicht dramatisch, gar nicht schlimm. Ansonsten ist der wirklich defektfrei. Also da muss ich auch, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt in diversen Vlogs, dass BMW in der Welt zumindest die Autos wirklich extrem gut ausliefert. Also da habe ich schon andere Sachen gesehen bei Neuwagen, aber da ist es wirklich richtig gut, das passt. Ja, was machen wir? Also wir machen eigentlich gar nicht so viel. Die Felgen hat mir der Kunde vorab, das sind jetzt schon die Winterfelgen natürlich drauf, die hat mir der Kunde vorab schon vor 3 Wochen oder sowas schon mal gebracht. Die habe ich schon mit dem G&R Rim versiegelt. Da werden wir jetzt so nichts machen, außer dass wir die einfach nochmal ein bisschen sauber machen. Hat auch jetzt wirklich schön schon geperlt, also die Felge zumindest beim Waschen. Also hat alles gut funktioniert. Der Wagen bekommt einmal Außenpackage, also wir werden den einmal hochglanzmäßig polieren, dass wir einfach jetzt sogar mal hier den Glanz nochmal rausholen. Werden dann eine Schicht SI3D HD auftragen für den Lack, für die Scheiben das Ultraglas einmal rundherum und für die Frontscheinwerfer und Heckscheinwerfer das SI3D Headlight auftragen. Genau, so ist der Plan, also klassisches Neuwagen-Package würde ich jetzt mal bezeichnen. Ja, und mir gibt es eigentlich so gar nicht gut zu sagen. Also wird ein relativ überschaubarer Vlog werden. Wollte trotzdem einen machen, weil ich das Auto einfach cool finde. Und ihr werdet sehen, wenn der jetzt gemacht ist, wenn der jetzt versiegelt ist, wird der richtig knallen. Also ich finde den Wagen mit der Farbe und dann schön mit Keramik drauf, wäre echt brutal geil. Ja. So viel zur Vorrede. Ich würde sagen, wir starten gleich mal. Wir werden heute mal wieder klassisch polieren. Und zwar weiches Hupes-Pad. Wird mit der Rote heute polieren, das Finish, auf der Menzena 3800. Also mal wieder back to the roots, mehr oder weniger beim Polieren. Klebe jetzt noch ein bisschen was ab und dann geht's los.
zurück, Tag 2 beim M2 Competition. Habt ihr ja gerade gesehen, hab gestern hier den Wagen fertig poliert mit dem Benzena 3.8 rotativ, nicht exempt, sondern rotativ. Weiches Rupes-Pad, ja, hat super gut funktioniert. Mal wieder den Benzena 3.8 ausgepackt, der Klassiker. Ja, glaube ich, ist bekannt, super schöne Finish-Politur, die sich sehr gut verarbeiten lässt, schön abnehmen lässt, also wirklich top. Und Glanz ist natürlich Wahnsinn. Also wie gesagt, wir haben jetzt den hier einmal damit abgezogen und gerade habe ich ihn schon entfettet und ja, das Hockenheim Silber knallt schon richtig gut. Und ja, der Wagen bekommt jetzt eine Schicht SI3D HD für den Lack. Auf die Scheiben kommt das Nanodex Ultra Glas und für die Scheinwerfer vorne und die Rückleuchte hinten kommt eine Schicht SI3D Headlight drauf. Genau, werde wahrscheinlich dann morgen vor der Auslieferung noch eine Schicht SI Finish auftragen, weil wir einfach jetzt wirklich relativ kalte Temperaturen haben. Ich schaue uns gerade mal 1 Grad plus, ist jetzt nicht mega viel natürlich und deswegen möchte ich einfach da mit dem SI Finish da noch vorbeugen, dass die Keramik eben schön auch aushärten kann, wenn der Wagen jetzt rausgeht. Genau. Das ist der Plan. Wie gesagt, die Felgen haben wir ja schon separat gemacht, habe ich ja schon gesagt. Da werde ich vielleicht noch die Felgen nochmal runter machen und die Bremssättel nämlich noch beschichten. Die habe ich eben noch nicht gemacht. Mache ich dann aber, wie gesagt, eben separat. Und jetzt geht es ans Beschichten. Ihr seid dabei. M2 Competition ist jetzt ready und fertig. Keramik ist drauf, habt ihr auch schon gesehen. Habe jetzt eben gerade noch eine Schicht SI Finish draufgelegt, einfach um den Aushärtungsprozess der Keramik einfach da zu schützen, weil wir haben ja doch jetzt gerade wieder sehr kalte Temperaturen, aktuell minus 1 Grad draußen. Und der Wagen wird natürlich jetzt auch wieder bewegt werden die nächsten Tage und ja, um einfach da die sichere, gute Aushärtung zu gewährleisten, machen wir das jetzt. Ja, ansonsten Scheiben haben wir noch versiegelt, Rückleuchten, Frontscheinwerfer noch mit dem Headlight versiegelt. Felgen, wie gesagt, habe ich ja schon gemacht gehabt, da war auch nichts mehr zu tun. Und jetzt ist er fertig. Glänzt richtig, richtig gut. Optimal ist jetzt auch, dass wir schönes Wetter haben, also werdet ihr jetzt gleich in den Finish-Aufnahmen richtig, richtig. Ja, und da wird die Farbe richtig geil rauskommen. Also ich finde die Farbe, wie gesagt, mega, sehr facettenreich, sieht einfach richtig gut aus. Ja, so viel soll es jetzt zum M2 Competition jetzt hier gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr eine Frage habt, Anregungen habt, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Gerne bitte, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen oben da lassen. Oder wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne auch ein Abo da lassen, würde mich freuen. Ja, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Wie aus der Glossfactory.